seit meinem 17. Lebensjahr kein Fleisch. Damals war es eher so ein bisschen erstmal aus einer Laune heraus. Ich habe dann mehr und mehr festgestellt, wie gut das zu meinem Leben eigentlich passt und zu meiner Einstellung. Denn ich bin sehr, sehr tierlieb und bin inzwischen auch seit langer Zeit schon Tierschützerin. Ich vermisse überhaupt gar nichts. Ich koche auch zu Hause ausschließlich vegetarisch, was auch niemanden stört. Also selbst bei Festen ist es oftmals so, wenn ich Gäste einlade, dass erst spät am Abend oder wenn überhaupt festgestellt wird, oh, da war jetzt heute eigentlich gar kein Fleisch dabei. Ich war schon mal in China und dort habe ich natürlich auch ganz furchtbare Dinge gesehen, wie dort eben auch Tiere gehalten werden und was da alles gegessen wird. Ich habe aber dann irgendwie drüber nachgedacht und habe gesagt, natürlich erscheint es für uns besonders fürchterlich, wenn man einen Hund oder eine Katze isst, die man in unseren Breiten eher als Haustiere hält. Aber ich finde, es ist eigentlich genauso schlimm, wie wenn man ein Schwein schlachtet und ein Schwein in einem Käfig hält und eng eingepfercht das Tier aufwachsen muss. Also ich sehe da eigentlich keinen Unterschied. Für mich ist das genauso schlimm. Ich kann vielleicht dem einen oder anderen Denkanstoß geben. Ich will hier niemanden bevormunden, auf gar keinen Fall, denn ich möchte auch nicht bevormundet werden. Ich lebe so, wie ich lebe. Ich bin einfach jemand, der schon über sein Leben und über sein Tun nachdenkt und habe genügend Bilder gesehen von Massentierhaltungen. Selbst auf Bauernhöfen ist es oftmals so, dass Tiere dann eng eingepfercht in ihren kleinen Ställen stehen und auch Hühner in kleinen, engen Käfigen gehalten werden. Und das finde ich einfach grausam. Das kann ich einfach überhaupt nicht unterstützen.